Willkommen zurück, Reisende. Heute das Special zum ersten Frachterkampf und unserem hoffentlich dann auch ersten Frachter. Wir müssen mal gucken, in welches System wir jetzt fliegen. Wenn wir Pech haben, dauert das sehr, sehr lange. Aber wir haben ja schon festgestellt, A reicht uns. Es muss nicht unbedingt sein. Hier haben wir ein Dreier-Vaikin-System. Werden wir da mal gucken. Was hier für ein Frachter ist. Als erstes dann Tab drücken, Waffe ändern und die zwei Piraten, die hinter uns auftauchen, angreifen. Und dann können wir zum Frachter uns begeben und den mal gutachten und wenn dann nötig die anderen Piraten noch angreifen. Wo sind sie denn? Da. Wir müssen dann unbedingt unsere Schiffswaffen updaten. Die sind ja noch. Also, geht ja mal gar nicht. Aber bitte lass es den vorderen Frachter wenigstens sein. Ja, es ist der vordere Frachter. Ist ja schon mal gar nicht so hässlich. Das mit den Waffen ist natürlich ärgerlich. So, hoffentlich haben wir jetzt nicht auf den Frachter geschossen. So. Aber wir sind natürlich unten. Ja klar. So. Mal landen und uns den Frachter erstmal angucken. Oh, ein A-Frachter. Direkt. Wo ist jetzt ein... Ja, ist jetzt die Frage. Ja, wir können uns ihn hier mal angucken. Oh. Mein kein dämlicher Gag-Fracht. Echt ein A-Frachter, wird das? 11 Fracht, 18 Technologie. Ja, andersrum. Das müsste man natürlich noch upgraden bis zum geht nicht mehr. Leider kann man am Computer den Frachter nicht drehen. Oh, doch, ein bisschen. Ich weiß nicht. Zwar, aber. So toll sieht er dann auch nicht aus. Mit der Bezahlung ist jetzt natürlich überflüssig, aber neu starten. Mal gucken, also die Farbe wäre egal, die können wir hinterher ändern. Genug Naniten haben wir. Eine Farbe kostet 5000 oder 50.000 Naniten. Also das wäre jetzt nicht das Problem. Aber ja, vorne dieser Buckel und hinten unten, also sonderlich hübsch war er nicht. Auf jeden Fall holen wir uns nicht diesen Sentinel-Frachter.
Wir haben zurückgesetzt und trotzdem eine Belohnung bekommen. Soll eigentlich nicht sein. Nee, haben wir nicht. Gut. Beim Sentinel-Frachter, der Antennen direkt nach dem Rausfliegen. Andauernd kracht man dagegen beim Landen oder beim Einfliegen, Rausfliegen. Gut. Also hier hätten wir natürlich bei einem 3-Stern höhere Chance auch immer einen guten A oder ein S irgendwann zu bekommen. Da ist die Wahrscheinlichkeit einfach nur höher. Auch ein gelbes. Hier haben wir noch einen Vaikin mit 3 Sternen. Aber uns geht es ja erstmal darum, einen hübschen Frachter zu finden. Und uns dann ja, das System merken und da immer wieder hinspringen. Zum Glück geht das trotz des Updates immer noch. So, mal gucken. Ja, Notfallkommunikation, echt jetzt? Deshalb. Stopp doch. Inches Kinders. Oh nee, was. Das sind doch nur alles Systemfrachter bis jetzt. Deswegen ist der in der Mitte. Weil das ist ein ganz normaler, einfacher Frachter. Ach ja, nee, der muss ja mal gar nicht sein. Können wir uns das nämlich mit dem Kampf dann auch sparen. Gucken wir jetzt einfach mal in ein 2-Sterne-System. Ey, also, ich wüsste jetzt nicht, dass sie das geändert haben. Dass man nur noch die Systemfrachter bekommen kann. Jetzt sehr ärgerlich. Und selbst wenn, dann nehmen wir trotzdem nicht so einen hässlichen. Dann gucken wir jetzt einfach mal in 2-Sterne-System. Haben wir hier irgendwo eins? Vorwachs, 2 Sterne. Sollte mir vielleicht die Namen merken. Die ersten beiden immer vernichten. Damit wir wenigstens dann zum Frachter hingelangen und den vorher einmal angucken können. Das mit dem Überhitzen ist aber nicht wirklich sehr ärgerlich. Oh, jetzt werde ich kotzen. Hä, wo sind die anderen? Hä? Oh weh, es ist schon wieder der vordere Frachter. Ist nicht deren Ernst. Wieso kann es nicht der hier sein? Wieder nur ein Systemfrachter. Kann ja wohl nicht wahr sein. Also das muss jetzt aber echt nicht sein. Also sollten das jetzt überall Systemfrachter sein, dann holen wir uns wenigstens diesen bräunlichen dann da, den wir als erstes eben hatten. Ja, vorher mal gucken, vielleicht ist unsere andere Waffe besser. Ja,
Ja, gut, wir nehmen einfach das Inframesser. Hoffentlich überhitzt das nicht. Nö. Ich will das ganz. Das da. Und Gag. Ich hasse Gag-Frachter. Die sind so laut, wenn man auf der Brücke steht. Hoffentlich ist das nicht wieder ein System. Macht er jetzt. Also mit dem Inframesser treffen ist aber auch eine Kunst. Ist jetzt. Na super, wo ist denn der Frachter? Ach nee. Nee, wo ist er denn? Ach nee. Wo zum. Ah, da. Das ist auch ein Systemfrachter. Das kann ja wohl nicht deren Ernst sein. Die haben es aus dem Spiel genommen, ey. Also in meinem Hauptspielstand, den Frachter habe ich behalten. Dass man als erstes nur ein Systemfrachter sich holen kann, auch nicht sein. Dann müsste man die ganze Sache ja mindestens zweimal machen. Ihn. Vorwachs wäre schön. Ihn. Hier nur bei Kienen oder was? Der da. Gag. Kien. Ah, zeig mir den da an. Oh, bei Kien. Vorwachs, 2 Sterne. Gucken wir mal. Sah auch schon wieder nach Systempracht aus. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wer hat sich den Scheiß denn ausgedacht? So einen hässlichen Systemfrachter nehmen oder was? Ist nicht so, dass man jemals den Frachter benutzen würde. Jetzt
gucken wir mal in die Richtung. In. Vorwax. Was ist da? Vorwax 2. 1. Eck. Dann nehmen wir jetzt mal Korvax 2. Bei der Atlas-Station können wir uns Sven gut merken. Muss man wahrscheinlich jetzt den ersten so einen scheiß Systemfrachter nehmen. Und dann später, wenn man nochmal 5-mal oder 8-mal gesprungen ist und okay. Hier gibt es jetzt keine Piraten. Was zum Enker? Cool. Atlas-Schnittstelle funktioniert das nicht. Also, wenn wir jetzt so ein Systemfrachter nehmen müssen, müssen wir dann ein anderes Mal, wenn wieder ein Piratenkampf kommt, gucken, ob man dann sich einen anderen aussuchen kann. Weil sonst wäre das ja richtig assi. Ich hatte am Anfang einen B-Klasse-Frachter genommen, als ich noch nicht so viel Ahnung hatte. Und mir dann später im Spielverlauf einen S-Frachter gesucht. Und ich habe keinen Systemfrachter gehabt. Also zumindest meinen jetziger. Den ersten weiß ich nicht mehr, ist ewig her. Weil wenn man nur Systemfrachter kriegt, brauchen wir auch nicht nach S suchen. Super, Meteoriten. Auch ein Systemfrachter, aber der sieht besser aus. Bitte schießt auf den hier. Ja, sie schießen auf den hier. Also obwohl die Waffe schlechter ist, kriegen wir die damit schneller runtergeschossen. Bloß nicht auf den Frachter schießen. So, es müssten alle gewesen sein. Gehen wir der Nachricht. So. Ja. Für welchen jetzt? Den hier. Wie sieht denn der so aus? Werden wir mal schauen. Also es sind scheinbar nur Systemfrachter. Und wieder A1912. Okay. Gucken wir uns den jetzt mal an. Sowieso vergessen, in welchem System wir sind, davon mal ab.
Also wir töten 6 oder 8 Piraten und die wollen uns ihr Schiff schenken. 12, 19 hat der. Ja, dann. Ich weiß nicht, gucken wir jetzt weiter. Ich sag mal so, 18 Millionen, den könnte man sich auch einfach kaufen. Ja, dann. Warum ist der direkt jedes Mal A? Mit so Irela, das kann kein Mensch merken. Ja, wir gucken noch ein klein bisschen weiter. Doch, das ist ja keine Zeit in Anspruch genommen. Wir nehmen jetzt wahllos irgendein System. Wenn das immer ein Systemfrachter ist, holen wir uns bei Mezzo Merla. Muss ich mir mal aufschreiben. Oder merken. So, hab mir das kurz aufgeschrieben. Weil der ist wenigstens der unter den hässlichen, der am wenigsten schlimmer. Weiß auch nicht. Im roten System. Ich will ja mal gucken. Gibt zwar meist keine Raumstation, aber gibt es auch den Frachterkampf? Scheint nicht so. Nee, gut, also keine Raumstation. Ein Frachter kommt. Dann müssen wir weiter mit gelben Systemen vorlieb nehmen. Glück haben wir vorher auch nicht viel gemacht, so dass wir direkt vom Aussteigen immer neu laden können. Ja. Robux 2 Sterne. Mal gucken. Weil jetzt sehr viel erspielt vorher und müssten davor immer neu laden. Das wäre dann ärgerlich gewesen. Aber so geht ja. Ja, daneben geschossen. Diese Frachter wiederzufinden, ist auch eine Kunst für sich. So. Der ist ja noch schlimmer. Der ist jetzt echt einfach nur ein paar Frachtwälder. Ist ja wohl nicht wahr.
Wahrscheinlich ist die Ecke vom System hier einfach scheiße. Also von der Galaxie meine ich. Oder wir bekommen ernsthaft wirklich nur einen Systemfrachter. Weil er gratis ist. Dabei ist der nächste. Dann bei dem Piratenkampf sind die immer gratis. Kann ihn dann tauschen. Also. Wenn man ihn schön findet, kauft man sich den dann halt einfach. Was ist eigentlich mit dem Piratensystem? Immerhin gibt es da ja eine Raumstation. Och, verwunderlich, dass ein A-Klasse-Frachter jetzt so billig ist. Ja, wir kriegen Funk, also. Oh. Das stirbt doch einfach. Also dieses Überhitzen. Auch ein Systemfrachter. Und wieder so ein hässlicher. Gut, also es scheinen nur Systemfrachter zu sein. Machen wir noch zwei Systeme. Und wenn, dann holen wir uns dann den aus dem System, das ich mir aufgeschrieben habe. Mit so Merla, irgendwie so Meral. Irgendwas, was klingt wie Mezzomax. Werde ich aber natürlich den nicht die Frachtabteile und Technologieabteile voll ausrüsten. Das sehe ich gar nicht ein. Einfach irgendwas. Kühn. Oder oh, bestimmt schon. Oh, ich bin hier dazwischen. Piratensystem. Die Gag nicht leiden. Vorwax. Piratensystem. Ja, wir können ja in das Piratensystem mal. Weil das Kämpfen funktioniert da ja auch. Kommt ja nur auf den Frachter drauf an. Das ist ja das Einzige, was uns momentan interessiert. Was haben die für einen Frachter? Ich habe auch schon einige gesehen, die nur um einen guten Frachter zu finden, hunderte von Systemen um ihren Startbereich beim Frachterkampf abgegrast haben, damit sie einen finden. Aber wir hatten ja noch nicht einmal einen Nicht-Systemfrachter. Boah, weicht da nicht aus, lass dich töten. Aber es ist nicht der in der Mitte, oder? Nee. Scheint so, als wäre es der vordere. Ach, Moment, Schluck trinken. Boah, jetzt kann es weitergehen. So ein Frachter, wie wir hier im System haben, ist einfach. Hat ja jedes System hier. Das wollen wir nicht haben. Auch falsch.
Natürlich, wenn man das super lange macht, wird man irgendwann unkonzentriert. Nein, blau kommen wir nicht rein. Und hier unten sind sehr viele Piratensysteme. Da war, Eck 3, Yuan Wen. Mal schauen. Ich krieg eine Nachricht, aber sehe gar keinen Frachter. Oh, da ist ein Frachter. Mal schauen. Warum ist es eigentlich nie der in der Mitte? Keine Lust. Die lassen sich gut jagen für Treibstoff in dem Piratensystem. Ich mach da einfach auf die Tanks schießen. Und gut ist. Manchmal haben die auch Erweiterung für hier für die Frachter beziehungsweise für die Technologie. Aber die können wir uns auch auf dem verlassenen Frachter im All holen. Aber das ist noch nicht an der Zeit. Viking. Einfach so rumgeswitcht und direkt ein 3-Sterne-Viking. Finde ich nie wieder. Ja, komm, stirb. Oh, visier nur nicht den an, der auf dich schießt. Ja, fatal. Der ist so kurz, das ist ein C-Frachter. Der müsste länger sein. Nee, muss gar nicht sein. Gut. Vielleicht holen wir uns dann einen doofen Systemfrachter. Wollen einem partout keinen hübschen Frachter geben. So. Oder? Orden. Vorwachs 2 Sterne. Kita, Kita. Mal gucken. Oh Gott, das ist wieder so ein... Ja, wo sind sie denn? Ah.
stirb doch halt. Kann es sein, dass sie mit jedem Sprung hässlicher werden. Also es gibt nur Systemfrachter. Dann begeben wir uns jetzt nach Metzomix hier. Das System. Mal gucken, wie das hieß. Metzomiral oder so ähnlich. Gut. Dann wir mal schauen. Metzomiral. Metzomix gekauft bei Real. Hätten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen, das mit dem Systemfrachter. So, Metzomiral. Woanders. Ganz aufmerksam gucken. Ah. Wo war das? Als hätte ich es nicht irgendwie gehabt. Moment. So. Also. Metzomiral suchen wir mal noch. Wo zum Henker war das? Hier in die Richtung. Super viele Piratensysteme hier. Vielleicht in der Richtung. Also da sind aber auch keine gelben Systeme. Kann das nur gewesen sein? Ja, dann gut, dass sie beschriftet sind, aber ja, finden tut man ja auch nichts. Metzomiral. Da sind sehr viele Gelbe. Das noch gewesen sein. Gesagt, so, dann haben wir es so gemacht. Oder?
Das ist ja jetzt. Gibt ja auch so wenige hier, also. Manchmal springt der auch super schnell rum. Manchmal gar nicht. Wo versteckt sie sich? Alter, wo ist der? Da steht eine Region bei. Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Der Seite hier. So. Es war ein Drei-Sterne-System, also. Guck mal, war mein das Drei-Sterne-System. Das ist das zwar nicht, aber. Und dann müssen wir nochmal neu laden, die Karte auch neu aufmachen. Vielleicht sehen wir es ja dann. Aber hier sehe ich gar keinen Frachter, wird ja mal besser. Ganz prima, ich sehe den Frachter nicht. Gott, nicht, dass ich reinknall. Ah, potthässlich, wer hätte es erwartet. Also, da müssen wir jetzt nochmal Ruhe schauen, ob wir den vielleicht wiederfinden. Also, es mussten drei Sterne, weil der Name sich einfacher finden lassen als ein Drei-Sterne-System. Sehr seriöse Angelegenheit. So. Ich glaube, es war vom Startpunkt aus links gesehen. Aber nicht so sicher. Visiert ja auch nicht jedes System an. So, Mezzomerale. Also Stück nach links und dann dem haha leuchtenden Zentrum der Galaxie darüber. Das schreiben wir uns mal auf, das finden wir doch gleich nie wieder. Links und dann ein Stück hoch.
Der war wenigstens nicht so hässlich. Nur hoffen, dass es jetzt immer noch ein A-Frachter ist. Sonst, wir haben ja das System wiedergefunden, springen wir da ein paar Mal rein und gut ist. Das ist ja jetzt nicht der Aufwand. Ja, wie ist hier doch. Ja Gott, wo ist er denn? Hä? So, jetzt aber. Was sag mir bloß nicht, der ist jetzt ein Stück kürzer als eben. Oh nein. Das ist jetzt aber schwer zu erkennen. Oh hier, alle vier. Oh. Ja, los. Oh nein. Da könnt ihr. Was ist denn jetzt? Oh nein. Hä? Wenn das zu lange dauert, können die auch den Frachter kaputt schießen. So. Da wollen wir rein. Oh, bitte sei jetzt nicht kürzer. Ja. Kriegen wir nicht den hinteren? Den habe ich noch nie gesehen. Okay, super. System gefunden. Welche Größe? Ich habe es ja geahnt. So, links und dann über dem Stern. Ganz einfache Sache. Links und dann da oben. Müsste ihn nur noch anvisieren. Dein Ernst jetzt. Einen kann man gut an der Länge abschätzen, welche Klasse der Frachter hat. Herr Gott, wo sind sie? Oh. Ja, oh Gott. Den anderen will er nicht anvisieren hier. Ich glaub's ja wohl nicht. Wo ist er denn? Kann nicht wahr sein. Ah, jetzt wieder nur zwei.
Das sieht ja irgendwie schon wieder nach dem... Ich glaube, ich bin gerade am falschen Frachter. So. Super. Bin am falschen Frachter. Oh. Oh. So. Hey, wird ja jedes Mal schlimmer jetzt. Oh Gott, wir hätten ihn vorhin kaufen sollen. Also, denkt dem. Das ist ein 3-Sterne-System und trotzdem zeigt alles 10 Frachter. Aber so rum hatte ich es auch noch nicht. A, dann B und dann C. Sonst kriegst du in einer Tour B und C. Ab und zu mal A und so gut wie nie S. Aber A reicht uns ja. Für den Anfang muss es ja noch kein S sein. Außerdem kein Systemfrachter. Daher reicht A. Ist auch schwer zu sagen. Der hat dieselbe Größe wie eben die beiden Male. Ups. Ganz knapp dran vorbeigeflogen. Sind unter dem Frachter. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Eben waren wir auf dem falschen Frachter. Oh. Oh. Sollte im Raumschiff nicht zu oft linke Maustaste klicken. Dann ballert man nur rum. Das hat bestimmt auch irgendwas damit zu tun, welcher der 3 Frachtluken. Weil der A-Fracht hat schon ein bisschen mehr Platz, da müssen wir eine Fracht, also Platzerweiterung benutzen. Also erstmal sammeln und dann benutzen. Wir lassen den einfach so, wie er ist. Kommen unsere Lagerwelt da rein und das reicht. Fregattenmissionen zum Beispiel, die brauchen wir gar nicht machen. Außerdem müssten wir uns dazu Fregatten kaufen. Und da die uns eh nichts von Wert bringen, die Fregatten. Kann man das noch aufschieben?
So. Ist das schon? Ah. Also, keine Ahnung. Oh nein, ich schieße schon wieder auf das Schiff. Nein, ah, oh, nee, ah. Oh. So. Nee, oh. Ich glaube, wir sind schon wieder unter dem Schiff. Eieieiei. A ist der A. So. Den holen wir uns jetzt. Hier. So. Ach, da inspizieren. So. Jetzt ist es unser Abfall. So, jetzt haben wir unseren ersten eigenen Frachter. Und ausbauen und alles weiter und uns ihn angucken. Wenn wir beim nächsten Mal machen. Wir müssen jetzt hier nur einen Speicherpunkt. Da. Speicherpunkt. Rum zum Henker. Was soll das denn? Warum können wir keinen Speicherpunkt setzen? Der will uns doch ärgern. Oder müssen wir erst... Nee. Warum? Naja, gut. Dann werde ich jetzt im Schiff halt speichern. Bin ich ja nichts. Steht da. So. Einmal einsteigen. Aussteigen. Gut. Alles weitere werden wir in der nächsten Folge und auch folgenden Folgen in Angriff nehmen. Hat gar nicht so lange gedauert, diesmal den zu holen, den Frachter. Vielen Dank dann fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, nicht mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Ansonsten bis zum nächsten Mal.